Guten Morgen, ihr Langschläfer. Es ist wieder diese Zeit des Tages, an der wir uns aus den warmen Decken quälen müssen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein besonders spannendes Thema für euch vorbereitet. Heute widmen wir uns einer Frage, die elementarer nicht sein könnte. Was ist das beste Frühstück? Oder vielleicht noch wichtiger, was ist das schlechteste Frühstück, das man sich vorstellen kann? Nein, Moment, falsch. Die eigentlich wichtige Frage ist doch, was ist das übelste Frühstück? Wir alle haben schon mal daneben gegriffen, oder? Wir alle kennen das. Der Wecker klingelt und man hat ungefähr so viel Motivation, aus dem Bett zu kriechen wie ein Faultier in Zeitlupe. Manchmal fühlt es sich an, als ob die Zeit stillsteht. Da muss es schnell gehen mit dem Frühstück. Aber was passiert, wenn man in der Eile die falschen Entscheidungen trifft? Aber schnell heißt nicht unbedingt gut. Ein hastig zusammengestelltes Frühstück kann oft mehr schaden als nützen. Deshalb präsentiere ich euch heute die Top 10 der schlechtesten Frühstücksspeisen. Macht euch bereit für einige echte Katastrophen auf dem Teller. Haltet eure Löffel fest, denn das wird ungemütlich. Wir werden einige der schlimmsten Frühstücksfehler enthüllen, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Von verbranntem Toast bis zu matschigem Müsli, wir haben alles dabei. Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam herausfinden, was man morgens besser nicht essen sollte. Ach, Cornflakes. Die bunten Versprechen auf der Verpackung. Der verführerische Duft von nichts eigentlich. Cornflakes sind im Grunde nichts anderes als leere Kohlenhydrate, die euch schneller wieder hungrig machen als ein Politiker nach einer Wahl versprechen. Und der Zucker? Der sorgt nur für einen kurzen Energieschub, gefolgt von einem tiefen Fall zurück in die Müdigkeit. Also, Finger weg von diesen Zuckerschleudern. Donuts. Die amerikanische Antwort auf die Frage, wie man möglichst viel Zucker und Fett in einem Gebäckstück vereinen kann. Klar, sehen die Dinger verlockend aus, aber lasst euch nicht täuschen. Geschmacklich erinnern sie an ein Zuckerwatte-Massaker im Fettbottich. Und der einzige Grund, warum man nach einem Donut noch etwas anderes essen möchte, ist, dass man den Geschmack so schnell wie möglich wieder loswerden will. Ein Schokoriegel zum Frühstück? Klingt für manche vielleicht nach einem süßen Start in den Tag, ist aber in Wahrheit ein Anschlag auf eure Gesundheit. Die Dinger sind vollgepumpt mit Zucker, Fett und künstlichen Aromen. Und der vermeintliche Energiekick hält nicht lange an und hinterlässt euch nur mit einem schlechten Gewissen. Also, greift lieber zu einer gesünderen Alternative, eurem Körper wird es danken. Kapitel 4. Platz 7. Weißbrot mit Marmelade. Ein Klassiker mit Tücken. Weißbrot mit Marmelade klingt erstmal harmlos, ist aber ein echter Energiekiller. Das Weißbrot liefert kaum Nährstoffe und der hohe glykämische Index lässt euren Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren. Die Folge: Heißhungerattacken und Konzentrationsschwächen. Also tauscht das Weißbrot lieber gegen Vollkornbrot und die Marmelade gegen frisches Obst. Kapitel 5. Platz 6. Fertigpfannkuchen. Der Traum von Amerika. Der Albtraum eurer Küche. Fertigpfannkuchen aus der Packung mögen zwar praktisch sein, aber geschmacklich erinnern sie eher an Pappe mit Zuckerguss. Sie sind schnell zubereitet und erfordern kaum Aufwand, aber der Geschmack lässt zu wünschen übrig. Und die Zutatenliste liest sich wie das Ergebnis eines Chemiebaukastens. Konservierungsstoffe, künstliche Aromen und jede Menge Zucker. Das ist nicht das, was man sich unter einem leckeren Frühstück vorstellt. Also, nehmt euch lieber die Zeit und bereitet eure Pfannkuchen selbst zu. Es mag etwas länger dauern, aber der Unterschied im Geschmack und in der Qualität ist es wert. Mit frischen Zutaten schmecken sie nicht nur besser, sondern sind auch viel gesünder. Ihr könnt frisches Obst, Nüsse und sogar Vollkornmehl verwenden, um eure Pfannkuchen noch nahrhafter zu machen. So startet ihr nicht nur lecker, sondern auch gesund in den Tag. Kapitel 6, Platz 5. Tiefkühlwaffeln. Waffenschein erforderlich? Tiefkühlwaffeln sind der Inbegriff von Convenience Food. Schnell in den Toaster geschoben und fertig ist das Frühstück. Doch der Geschmack?
Erinnert an aufgewärmte Luft mit einem Hauch von Vanillearoma. Und die Nährwerte? Fehlanzeige. Also, lasst die Finger von diesen Waffeln und greift lieber zu einer gesünderen Alternative. Platz 4. Muffins. Kleine Kuchen mit großer Wirkung. Auf eure Hüften. Muffins mögen zwar niedlich aussehen, sind aber in Wahrheit kleine Kalorienbomben. Sie stecken voller Zucker, Fett und Weißmehl und lassen euren Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen. Die Folge? Heißhungerattacken und ein Energietief am Vormittag. Also, gönnt euch Muffins lieber als gelegentlichen Leckerbissen und nicht als tägliches Frühstück. Kapitel 8. Platz 3. Croissants. Französischer Charme trifft deutsche Butter. Croissants, die duftenden Hörnchen aus Frankreich, sind zwar ein Genuss, aber leider auch eine echte Kalorienbombe. Sie bestehen hauptsächlich aus Butter, Mehl und Zucker und liefern euch so gut wie keine wichtigen Nährstoffe. Also, genießt Croissants lieber in Maßen und nicht als tägliches Frühstück. Kapitel 9. Platz 2. Frühstücksriegel. Gesund? Von wegen. Frühstücksriegel werden gerne als gesunde Alternative zu Schokoriegeln angepriesen. Doch der Schein trügt. Viele dieser Riegel sind vollgepackt mit Zucker, ungesunden Fetten und künstlichen Zusatzstoffen. Also, lest genau die Zutatenliste und greift lieber zu Nüssen, Obst oder Joghurt. Kapitel 10. Platz 1. Instant Haferflocken. Der Gipfel der Trostlosigkeit. Instant Haferflocken, die vermeintlich gesunde Alternative, entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als Mogelpackung. Sie sind zwar schnell zubereitet, aber geschmacklich erinnern sie an Tapetenkleister mit Zucker. Und die meisten Sorten sind zudem noch mit Aromen und Zuckerzusätzen versetzt. Also, greift lieber zu kernigen Haferflocken und bereitet euer Porridge selbst zu. Das letzte Wort zum Frühstück. Frühstück ist nicht nur die wichtigste Mahlzeit des Tages, sondern auch eine Gelegenheit, den Tag mit Energie und guter Laune zu beginnen. So, liebe Zuschauer, das waren Sie. Die Top 10 der schlechtesten Frühstücksspeisen. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie wir beim Erstellen dieser Liste. Natürlich ist das Ganze mit einem Augenzwinkern zu verstehen, aber es soll euch auch zum Nachdenken anregen. Manchmal vergessen wir, wie wichtig es ist, auf unsere Ernährung zu achten, besonders am Morgen. Denn ein gesundes und ausgewogenes Frühstück ist der perfekte Start in den Tag. Es gibt so viele köstliche und nahrhafte Optionen, die uns helfen können, voller Energie und Vitalität in den Tag zu starten. Es gibt unzählige leckere und gleichzeitig gesunde Alternativen zu den hier vorgestellten Frühstückssünden. Von frischen Früchten über Joghurt mit Müsli bis hin zu Vollkorntoast mit Avocado, die Möglichkeiten sind endlos. Was esst ihr denn am liebsten zum Frühstück? Habt ihr vielleicht eigene gesunde Frühstücksideen, die ihr mit uns teilen möchtet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Eure Meinungen und Ideen sind uns sehr wichtig und helfen uns, noch bessere Inhalte für euch zu erstellen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Wir haben viele spannende Themen und interessante Inhalte für euch geplant. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!